Der Hamer Hafen am Datteln-Hamm-Kanal feiert in diesem Jahr 2009 seinen 95. Geburtstag. Im Kurhaus Bad Hamm wurde einen Tag vorher der 5. Hammer Binnenschifffahrtstag abgehalten. Vertreter der Stadt, der IHK Dortmund, der im Hafen ansässigen Unternehmen und der Staatssekretär aus dem Ministerium für Bauen und Verkehr, Günter Kotlowski, folgten der Einladung der Stadtwerke Hamm als Betreibergesellschaft des Hafens. Für einen regen Erfahrungsaustausch und Gespräche war reichlich Zeit, bevor Stadtwerkechef Walter Oppenheim den 5. Binnenschifffahrtstag eröffnete. Zum Hammer Binnenschifffahrtstag hier im Kurhaus Bad Hamm heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Friedrich Wege ist seit 13 Jahren der Leiter des Hammerhafens und zog für uns ein Resümee der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. Der Hafen hat sich in den letzten 30 Jahren kontinuierlich nach vorne bewegt. Die Umschlagsmengen haben deutlich zugenommen in den Jahren. Sicherlich hat es Höhen oder Tiefen gegeben, aber der Trend, und der ist wichtig, ist deutlich nach oben gerichtet. Das kann man sowohl sagen für die Umschlagsmengen, für die auf der Bahn bewegten Mengen, aber auch für die Ansiedlungen, die im Hafen erfolgt sind in den letzten Jahren. Hier hat Hafen, hier hat die Wirtschaftsförderung Hamm, hier hat die Stadt Hamm sehr stark auf Logistik gesetzt. Und die entsprechenden Erfolge sind zu verzeichnen. Staatssekretär Günter Kotlowski sagt in seiner Rede, dass es unerlässlich sei, ausreichend Flächen an Binnenhäfen für verarbeitendes, wertschöpfendes Gewerbe bereitzustellen, da Binnenhäfen über eine wertvolle Infrastruktur verfügen. Wege kennt die Vorteile der Binnenschifffahrt genau. Die Binnenschifffahrt hat Vorteile, wenn wir in den letzten Jahren die Verkehrsdichte auf unseren Straßen sehen, dass die Binnenschifffahrt noch Reserven hat. Von daher ist für die Zukunft die Wasserstraße eigentlich für die Gütermengen, die noch anstehen, der richtige Verkehrsträger im Gegensatz zur Straße, die sich, und das sehen wir hier im Umfeld ja immer wieder, deutlich durch Staumeldungen von sich reden macht. Der Hafen Hamm ist mit jährlich rund 1,4 Millionen Tonnen Schiffsgüterumschlag und rund 500.000 Tonnen Bahngüterverkehr einer der modernsten und größten öffentlichen Kanalhäfen Deutschlands. Eine Konkurrenz zu anderen Häfen sieht Wege daher nicht. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein sehr dichtes Netz an Wasserstraßen und damit auch an Häfen, in der Bundesrepublik einmalig in dieser Dichte. Wir haben natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation, immer dann, wenn es um Ansiedlung von Firmen geht. Sobald sich die Firmen niedergelassen haben, hört die Konkurrenzsituation etwas auf, denn eine Firma, die in einem Hafen Dortmund, einem Hafen Hamm oder Essen sitzt, wird auch die Produkte über diesen Hafen abwickeln, sodass sich nur noch in Randbereichen die ein oder andere Konkurrenzsituation ergibt. Im Übrigen haben wir ein sehr dichtes Netzwerk, gerade die Kanalhäfen hier in NRW, und wir verständigen uns untereinander, wenn jemand mal ein Produkt nicht bewegen kann, aber ein anderer Hafen das kann, sodass wir uns dann gegenseitig diese Mengen anbieten und andienen. Der Ausbau des Kanals und die Erweiterung des Westhafens sind nur einige Planungen bezüglich der Massenleistungs- und Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft des Hafens. Der Hafen hier in Hamm wird sich weiterhin als trimodaler Standort entwickeln. Das heißt, Schiene, Wasserstraße und auch die Straße werden hier verknüpft werden. Und entsprechende Ansiedlungen werden erfolgen, die genau diese Situation für sich brauchen.